Und weiter geht's bei Natural Selection 2. Achtung, Lichter an. Decken. Absuchen. Wir müssen auf der Hut sein, denn Aliens treiben sich hier rum. Ja, die Aliens sind ziemlich schnell unterwegs. Genauer gesagt, unsere verfeindeten Mitspieler. Okay, hier müsst ihr immer auch nach den Stromknoten gucken. Die werden schnell vergessen. Ach, sehr gut. Ja. Warte mal, bin das? Weg. Ah, oh, fuck, nein! Alter, ich hab übelst drauf geholzt. Die sind zu stark. Sag mir am besten noch immer, wo ihr seid. Wenn du vorne stehst. An unserer Manbase. Ja, Central Drilling wird jetzt eigentlich. Muni, hast du doch. Wir müssen ganz schnell zu diesem Gate. Ja, stimmt. Fuck. Oh Gott, sie holen sich die Mitte. Sie haben schon Onos. Ach du Scheiße. Wir legen uns links, Benny. Wegpunkte. Hm? Er kann nicht gerade nicht. Ich bin am Bauen. Ah, fuck, Tommy, pass auf. Ihr seht doch auch auf der Karte, wenn wir wo angegriffen werden. Ja, ja, genau. Immer schön C drücken und im Auge behalten. Keine Chance, der Gate wird auch gerade überrannt. Ja, am besten Central Drilling dann nochmal, oder? Ja. Nix wie Hinder. Okay, die haben Energieknoten zerstört. Oh Mann, jetzt hängen wir hier ganz alleine. Alter. In der Pampe. Gruselig hier. Gap. Achtung. Nein! Okay, sammelt euch. Gott. Nicht alleine rumlaufen. Die haben jetzt Onos, da habt ihr keine Chance gegen. Okay, ja, dann lieber zurück, oder? Wir gehen jetzt über den Snake Pass zu The Gap. Ja, das ist alles wieder klar. Hier was bei Natural Selection. Action pur. Halte durch, das sind jetzt richtig viele. Oh mein Gott. Ja, und dann gesammelt in die Mitte vordringen. Marines gegen Aliens und weiter geht's. Okay, genau, dann treffen wir uns jetzt bei The Gap. Hier unten ist schon direkt einer. Ja, oder geht mal links durch. Wir zerstören jetzt was von ihnen. Wenn dann Hype ist, das kann doch nicht wahr sein. Das sehr gut, sie so kann doch nicht wahr sein. Was hält der PZ aus? Ja, heftig. Aber wenn sie im Rückzug sind, dann drauf. Krass geupgradet. Ja, die sind schon richtig heftig am Start, Alter. Ja, ja. Man hat keine Chance gegen die im Moment. Wir waren ein bisschen langsam. Vor allem bei dem engen Raum ist das halt ein Problem. Nee. Alter, guck dir an, dass der aber auch an mir lag, auf jeden Fall. Jetzt greifen wir an. Jetzt greifen wir an, ihr verdammten Aliens! Fresst Blei! Komm! Ja, die Flammenwerfer hauen rein. Einfach drauf, es geht. Ah, Mist. Heilung. Shit, Munition für alle. Muss nachladen. Scheiße, ich hab keine Muni. Oh Gott, ich hab auch keine Muni mehr. Fuck. Jetzt hab ich Muni. Die geht immer so schnell leer. Oh Gott, da kommt der auch. Muss nachladen. Oh. Ja, ja, Lauf, nein. Renn. Oh nein. Oh mein Gott. Der Flo ist es. Der Flo hat mich an, ich bin an die Ecke gelaufen. Oh mein Gott. Alter, der war so Mega-Alien gerade. Alter, die sind voll krass am Start. Wir können doch nicht mal einen Exoskin bauen oder so. Okay, wir müssen jetzt halten. Diese Oros sind zu heftig. Wartet, Exoskin geht, Moment, jetzt. Super, das ist eine gute Sache. Dann können wir mal zurückschlagen nämlich. Wo kann man das nochmal bauen? Wow. Wie heißt das? Hier, Farm. Prototype oder Prototypenlabor. Ey Leute, diesen. Domi hat einen. Ja, ich hab einen. Der Ono ja, ist da ist es. Ja, Domi, okay. Aber nicht alleine weglaufen. Nee, so, jetzt geht's nämlich los. Jetzt schlagen wir mal zurück. Aber von da. Ja. Und zeigen den starken Aliens. Boah, das Ono, das holt sich unsere Basis. Der Flo als Rille. Ja, wo ist das Ono? Wo ist das Ono? Da ist es gewesen. Ist weggelaufen. Krass, da kommt er. Achtung, nicht so reinlaufen. Das Ono ist übrigens dieses. Sarazar. Ja, ich zieh los. Falls es brennt, nicht mehr, rennt durchs Facegate zurück. Ich kann nichts sehen. Da lang, genau. Da kommt er, da kommt er. Geh da hin. Benny, zieh durch. Beide drauf. Ach, beide, scheiße, drauf. Ey. Beide drauf. Oh, stirb, du Bestie. Oh, ich bin ist runtergefallen. Ja, der ist runtergefallen. Der ist down. Boah, ihr müsst unbedingt die blauen Punkte auf dem Boden im Auge behalten, weil da liegen dann immer die Waffen, okay, die wir verlieren, wenn wir sterben. Ich bin verbuggt. Alle in die Mitte. Boah. Ich hab mich selbst umgebracht. Oder nee, alle hierhin angreifen. Jetzt sind wir kurz weg. Schlagen wir zurück. Alter Schwede. Aber wir haben das Vieh erledigt, sehr gut. Ja. Wir können uns theoretisch sogar nochmal einen Skin holen, denn ich habe 40 Ressourcenpunkte. Das seht ihr unten rechts, das sind Ressourcenpunkte. Und damit könnte ich mir jetzt nochmal das Teil zulegen. Ziemlich geil. So, und hier sind die ganzen Bases. Wobei jetzt schon das Prototype-Gedönsel. Da.
Da vorne. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen hier vorstürmen. Ja. So, und jetzt geht's los wieder. Man ballert auch Hauptmuni nicht an den Zysten und so. Onos! Onos, zurück, Achtung! Scheiße, die haben zu oft diese Riesenviecher, also Onos. Und die sind mindestens genauso stark wie wir mit so einem Exo-Ding. Da gibt's übrigens eine coole Anekdote, die heißen Onos, weil früher haben die Leute immer als erstes, wenn sie das Ding gesehen haben, oh no gerufen. Ach, oh no's, okay, ich verstehe. Ja, genau, oh no's. Ah, verdammt. Ja, und erinnert ein bisschen an die Ultralisten von StarCraft, ne? Wenn ihr die kennt. Auf jeden Fall, ja. Die sind genauso fett. Na, bomber den erstmal den Harvester weg, würde ich sagen. Ich muss natürlich bei diesem Gerät aufpassen, dass die Waffe nicht überhitzt, eigentlich genau damit nicht sowas passiert, dann sieht man es ganz schön anschaulich. Aber da kommt schon wieder einer. Ach. Geht aber auch recht flott. Das wieder ein Onos, ein großer. Wir müssen jetzt hier wie auf Trab greifen ihre Basis an. Ja, mach das. Immer weiter, aber am besten zu dritt oder zu viert. Ja, am besten werde ich jemanden, der mich heilen kann oder reparieren. Armor Level 2. Sarazan macht ja auch ein bisschen. Müssen wir uns den Tunnel platt. Okay, ist okay. Okay, komm. Jetzt räumen wir hier auf, ihr Schweine. Boah. Ich werde angegriffen. Nee, ihr braucht ein Exo, um die zu legen. Ja, das können wir nicht so machen. Kein Sinn. Alter, die sind so werden aber 100% zurückkommen, wenn ich ihre Base jetzt hier anvisiere. Ja, aber dann komm mal zurück nach hier. Wir sammeln uns da. Am besten braucht sich noch einer ein Exo. Scheiße. Ich hab wieder eins. Sehr gut. Hab ich den erwischt? Weg. Ich kann dich nicht heilen. Okay, ich komm schnell zurück. Alle den Baller anschließen und wer einen Wielder hat, der kann den heilen. Leute, ich muss mich beeilen. Ja doch, so ein ganz bisschen, glaube ich. Hat jemand einen Wielder am Start? Die sind hinter mir her, oder? Aber das ist die falsche Richtung. Ich renne gerade zu euch. Ja, auf der anderen Seite. Familie. Und ich sehe die Dings gerade auf der Map, die sind da. Aber gut, dann sei vorsichtig. Ich greife dir jetzt alles voll. Alter, ich zieh jetzt durch, scheiß drauf, komm. Ich schalte ihn. Ah, Onos! Onos, der Onos ist da. Okay, Kampf von beiden Seiten. Von welcher Seite greift er mich an? Dringt weiter vor, er folgt Alter, dir. Alter, da ist alles voll, dir. Alles lock ihn, voll. Lock ihn. Lauf weiter. Alter. Sehr gut, ich muss ihn auf Abstand halten, das Vieh. Jungs, ihr geht da jetzt ich rein. Ich bin völlig verletzt, er weiß es nicht. Tommy, du musst draufhalten. Aufladen ja, und draufhalten. Da sind kleine. Kauf dir am besten den mit der Minigun das nächste Mal. Wir können dir von hinten kommen. Ich müsste repariert werden, Freunde. Kann mir jemand helfen? Oh mein Gott. Ich kann dich leider nicht reparieren. Ja, warte, ich hol mir aus dem Reaver. Boah, ist krass, wie es hier abgeht. Alter, es ist so ein heftiges Game. Dann kommt ihr davon. Ihr fresst diese Scheiße, ihr Penner. Auch Munition. Mach eure Basis im Arsch. Ich hab nur noch 35 Shield, ne? Ich bin gleich down. Bist du schnell, Tommy? Ich kann dich so nicht erwischen. Boah, das war es für mich. Hey, müsst ihr die, ich muss zurück. Leiter hochkommen, hier kann der Onos nicht hoch. Jungs, Konzentration, wir verlieren gerade. Ihr müsst euch sammeln. Ja, am besten hier nochmal bei The Gap sammeln. Und die kommen jetzt hier und... Scheiße, komm ich. Saraza, komm auch mal zurück. Ja, ich probier's. Probier's, ich geb mein Bestes, mein Lieber. Aber wir brauchen unbedingt... Okay, Leute, wir leben noch, das ist ja schon wenn mal der Bronze da ist, dann geht ihr wieder los. Nee, ihr seid zu schnell, da sind Onos unterwegs. Ihr sterbt, Tommy und Wartet. Tommy. Ich hab einen Plan. Alter, die sind hier übelst schon weit vorgedrungen. Der Bronze Alter, hat ein Exo. Base. Geht zurück. Exo, ich hab's euch gesagt. Zurück in die Base. Was der für ein heftiges Match. Oh Mann. Ich geh zurück, ich komme. Ich bin aber angeschlagen. Gott. Die greifen an. Oh, drauf. Das ist der Onos, ich hab ihn sehr noch gut, Abstand. Sehr gut, drauf. Bronze, geh hinterher, der Saraza ist da um die Ecke und hilft dir. Ey, Achtung, okay, du bist vorbeigelaufen. Okay. Der ist da hinten. Weiter, Leute, rennt durch, rechts, weiter geradeaus, weiter geradeaus von da. Die kommen jetzt von hinten, hinter dir. Oh, Alter! Ja. Nein, das sah so krass aus. Alter, wie der mich zersmasht hat, ey. Ich war aber auch ein Angeschlag, ne? Bronze. Ja. Geh du hier runter, wir bleiben hier oben und ballern von Achtung. Oben. Kann der Achtung! Scheiße, ich kann mir keinen Exo holen. Wir haben zu wenig Resources. Boah, ihr müsst den heilen. Pass auf, ihr müsst euch, zwei holen sich einen Wielder, zwei holen sich einen Exo. Und in der Combo gehen wir nochmal raus, anders macht's keinen Sinn. Nee, ich hab einen Wielder dabei, ich hab den Bronze geheilt, aber keine Chance. Wir müssen das im Kollektiv machen, also alleine bringt das nichts. Da oben, oder? Ich hab jetzt leider keine... Ja, da war der Flo, hing der da. Krass. Gut. Da siehst du, macht's hier große Monitor auch mal bewährt zwischendurch. Achtung, hier könnt ihr mal gucken, ob... Achtung! No, oh no! Alter, und hier ist so ein kleiner Flattermann. Muss nachladen, hinterher. In die Base ist der gelaufen.
Noch ein Der muss hier drin sein, der muss hier drin sein. Ja, der ist. Wir führen uns gerade vor. Ja, die machen uns gerade voll fertig. Ja. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt einen Sturm. Scheiße, muss nachladen. Von der anderen Seite. Der kommt da nicht durch. Zieh drauf, komm, greif an. Der ist voll angeschlagen. Ja, ihr müsst da links durch. Den Blätten drin. Immer vorsichtig. Immer oder vorsichtig. Ihr lasst links liegen, wartet. Genau, nein. Wir sind rechts. Ja, wir haben den gleich. Ich glaube, wir müssen sparen. Wir haben den gleich. Oh, ich liege. Oh, ja. Alter, ja. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht, das gibt's nicht. Oh, fuck. Oh, fuck, ey, das ist ja echt hart. Ja, wir haben hier keine Chance. Was ist das? Alter. Kannst du nicht diese Artillerie, diese Panzer, die da stehen, kannst du die nicht hierher schicken? Alter, wir brauchen dringend Munition gleich. Aber das bringt nicht viel. Nur ein Magazin. Ach so, ich dachte irgendwie so als Artillerie. Wir, müssen den gegen den Gebäude. Oh, müssen wir blätten, das ist zu krass. Ah, okay. Der haut uns sonst weg. Scheiße, da kommt er! Wow. Renne. Zwei! Oh, ich bin sehr wild. Direkt zwei. Wir müssen erstmal den Healer killen, den die da hinten immer dran haben. Ah, zu zweit. Ja, das ist schon ganz schön clever gelöst. Boah, die machen uns völlig fertig gerade. Ja. Boah, das ist richtig krass. Keine Chance. Weil wir aber auch keine Ressourcen haben. Ja, wir haben am Anfang haben wir irgendwie ein bisschen fehlerhaft gehandelt. Da sieht man mal, das ist halt echt auch Strategie hier, das Game. Ja, mit denen kann ich die leider nicht angreifen. Komm, wir können es noch schaffen, Freunde. Nicht aufgeben. Kämpft weiter. Artillerie. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir irgendwie zwei Leute nach rechts losschicken zum Ressourcen sammeln oder irgendwas. Also wir brauchen eine andere Taktik. Wir alle zurück in die Basis. Okay, gib uns einen Wegpunkt, Benny. Das ist besser, weil sonst müssen wir es immer suchen. Wir müssen ein bisschen besser und strategisch aufbauen. Also ich wäre dafür, dass zwei vielleicht von Repair aus hochlaufen, Kartrollen. Oh Gott, die sind in der Base schon. Okay, fuck, kämpfen. Ja, müssen wir jetzt auch. Wir müssen eine andere Route wählen. Das ist ja auch noch. Haltet. Da kommen wir ja nicht weiter. Komm rein damit. Aber die sind damit ganz vielen. Kriegen wir. Hätte sich beamen können. Achtung, nicht reingehen. Halt den zurück, halt den zurück, halt den zurück. Halt den zurück. Nee. Oh. Zwei. Alter! Oh Gott, das ist das war's. Oh Gott, das war's. Die machen alles kaputt. Jetzt sind zwei so Dinger in unserer Welt. Aber wir haben rechts noch eine Kommandostation. Jetzt können wir nicht mehr. Ne? Da drauf, komm. Jetzt hängt er zumindest. Alter, ja, das war's. Ist das krass. Nein! Oh, ich werde hier weggenäht. Jetzt haben wir sowas von verloren. Wahnsinn. Ja, ihr könnt in die andere Base gehen, ne? Wir können da auch nochmal ein Spawn-Ding aufbauen. Ich will die blätten, das kann nicht sein. Okay, ich hau ab. Oh. Bringt ja nichts. Kann ich gegen zwei von denen. Oh, der Flo jagt mich, Hilfe, nein! Oh, bleibt doch nicht irgendwo hängen. Wer ist hinter mir her? Oder? Ja, wir haben echt Mist gebaut, ey. Wir haben keine Ressourcen gehabt. Wir müssen eine neue Base bauen, schnell. Benny, gib mir einen Hinweis. Wo muss ich hin? Hier. Wir müssen mehr besser, du musst mehr den Ton angeben, glaube ich, sonst funktioniert das nicht. Ja, es ist aber echt schwer, die ganzen Upgrades zu erforschen, weil das sind richtig, richtig viele. Die Gebäude zu bauen und dann nebenbei euch immer auf der Map rauszusuchen, weil ich muss immer erst zu euch scrollen. Granaten dann noch gut. Euch einzeln auswählen. Krass. Oh krass. Ja, das ist echt kompliziert als Commander, da muss man echt viel beachten. Am wichtigsten ist die Forschung, wir brauchen Granaten, anders können wir die gar nicht zurückschlagen. Oh mein Gott, Freunde, was ist denn hier los? Okay, die Base müssen wir jetzt verteidigen. Alter, lass uns mal kurz eine Türme bauen, weil wenn die nochmal so reinpreschen, sind wir voll im Arsch. Wir haben hier nur zwei Türme. Ja, hier sind zwei Türme, aber wir brauchen mehr. Man kann leider nur begrenzt viele Türme insgesamt bauen. Lass uns immer die Base irgendwie als fette Nummer. Ah, guck mal, sie haben die Base da gelassen. Okay, dann müssen wir jetzt... Achtung. Ach du heilige Scheiße, sie haben uns ganz schön zurückgeschlagen, ob wir das nochmal umdrehen können, ey. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja, Benny, jetzt sei mal nicht so pessimistisch, wir können das schaffen, können wir das schaffen? Ey, die Spawn-Campen. Ihr müsst euch das mal angucken. Ich weiß. Wir haben nur noch drei Kontrollpunkte. Glaube nicht. Drei Ressourcenpunkte. Das sieht echt schlecht aus. Ey, wir brauchen hier unbedingt ein Exo. Ja, kriegt er. Alter, dann haben wir wenigstens ein bisschen... Na, müsst ihr bauen. So, jetzt noch nehmen sechs Sie die Ressourcen, Mainbase dann auseinander. Kann ich ein Exo nehmen. Okay, darf ich was vorschlagen? Ja.
Wir gehen jetzt zwei, drei, verteidigen die Basis und die anderen zwei gehen zu Ressourcen. Suche. Alter. Hier ist jetzt so ein Dings frei. Kannst du hier jetzt was bauen? Genau. Okay. Sarah, du bist wieder geheilt. Wir brauchen Extractor, Leute. Ich gehe los und suche Extractor. Komm. Scheißegal, wenn ich sterbe. Wir haben überall diese Extractor gebaut, ohne die zum Beispiel auch zu verteidigen. Die stehen hier einfach und sammeln Ressourcen für die. Genau. Ja, klar. Weil die das müssen wir auch machen. Halt Stress. Und wir haben denen gar keinen Stress mehr das gemacht, müssen wir weil halt wir so unter Druck gesetzt wurden. Komm, Extractor bauen. Einfach Extractor bauen. Oh nein, sie haben mich. Sie haben mich. Oh Gott. Ich muss hier weg! Nein. Hilfe! Hilfe! Nein. In der Mainbase natürlich! Da war ich ja noch! Ihr habt mich zurückgelassen! Oh nein! Ja, aber ich kann in das andere hier gehen. Aber kackengreich den Commander stehen gelassen. Weg mit dem Ding, komm! Zeigen wir ihnen, dass wir auch angreifen können! So, da bin ich wieder am Start. Macht das lieber nicht mit eurer Main-Pistole, sonst wird ja, das oh, Tommy ist in der Main-Base bei denen. Ärgert sie ein bisschen. Super, super. Tommy, bist das du auch noch da? Das hat uns gefehlt, dass wir einfach einen Mann mal losgeschickt haben. Oh. Aber ich habe gerade keine Muni mehr und jetzt werde ich hier draufgehen, klickt das, glaube ich. Ich greife die jetzt mit irgendwas an. Alter. Boah, ja, ich habe Granaten. Ich habe keine Granaten. Ich habe eine Granate. Wie werbe ich die Granate? Einfach nur auswählen mit dem Mausrad und dann halt länger Maus drücken. Bronze, den Crack halt. Und die Eier. Die gehen vorne. Yeah! Alter! Jetzt sind wir schon. Nein, zeigen was. Mit der Axt drauf! Mit der Axt Benni, drauf! Benni, kannst, kannst du uns hier ein bisschen Muni herschmeißen? Ja, komm. Bei der. Den Benno erwischt mich. Jetzt. Okay, das ist drauf. Auf mit der Ding Axt in der angreifen, Mitte, ne? Mit der auf, Axt den Hive, auf den Hive. Und auf die Aliens spawnen. Lass auf den Hive. Komm, wir ballern den ach so, jetzt. Ja, genau. Auf die Eier. Ja, was mach erstmal auf die Eier. Voll auf die Eier, genau. Ich greif den Hive mit der Axt an, schon mal. Oh Gott, sie gehen auf die zweite Basis, sie gehen auf die zweite Basis. Ey, wer ist der zum Verteidigen der zweiten Basis? Ich hack hier weiter mit der Axt rein. Ich auch. Scheiße, ich hab das Gebäude nicht mehr, mit dem ich euch zurückrufen kann. Egal, das ist natürlich down. Aber ich brauch wieder Muni. Die werden jetzt aber ihren Hive verlieren und dann sind die auch nicht mehr so lustig drauf. Naja. Yeah! Zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich relativ egal. Kann gut sein. Okay, ja. Dann müssen wir zurück, komm. Setz zum Wegpunkt schnell, Benni, komm. Ja. Kommt, Freunde. Lasst uns den Benni retten. Man sieht jetzt hier nichts mehr. Wenn wir schon verlieren, dann lasst uns wenigstens tugendhaft verlieren. Gleich werde ich wieder rausgeholt. Oh, ja. Da haben sie ja, uns die Spawn Station zerstört. Shit. Oh Gott, wie viele? Haben wir nur noch eine jetzt? Ich glaube, oje. Jungs, wir rennen wieder alle woanders lang. Mann, kommt her. In die Base, wir hätten hier schon komplett auseinanderreißen können, alle gerade. Ja, aber die haben genügend Bases, deswegen müssen wir unsere verteidigen. Wo sind die? Da. Und ich habe schon wieder keine Muni. Krass. Scheiße, das schaffe ich niemals. Das ist ein Onos. Ja, der Onos. Okay, die haben mich. Oh, wir haben verloren. Alter, und es wurde einfach weggeweckt. Oh, nein! Nein! Oh Gott. Scheiße. Wie konnte das passieren? Oh nein. Oh, so ist es passiert. Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder zusammengeschoben. Und da steht der Taros. Und der Flo stehen als Onos. So sieht er von Namen aus. War auch keine gute Runde. Auf jeden Fall. Nee, war nicht so gut. Nee. Ich war echt schwach. Also es lag auch zum Großteil an mir, aber ihr müsst auch ein bisschen Leute autonomer rüber? Agieren. Hallo. Ja, ich war schlecht, hallo. Muss ich ganz ehrlich sagen. So läuft das, Hi Leute. Euch nie wieder wir haben uns festnageln lassen, das ist auf jeden Fall das Problem. Erich ist der beste Commander ever. Ja, der hat das super gemacht. Aber wir haben auch gut gehandelt. Wir hatten der Benni auch gut gemacht. Wir haben uns gut supported eigentlich. Ja, sehr, sehr gut. Ja, wir haben halt ein paar Fehler gemacht. Wir haben keinen Druck ausgeübt und ja, wie gesagt, festgenagelt dann auf der linken Flanke. Ja. Aber ihr hattet ein paar gute Manöver gelassen. Ja, aber wir haben uns komplett ungestört. Ich muss auch ganz klar sagen, ganz ehrlich, zweites Mal, dass ich das Game Awards spiele, muss man auch dazu lernen. Ja, natürlich. Man muss natürlich erstmal reinfinden. Aber war doch lustig, es hat Spaß gemacht. Darum geht's ja. Auf jeden Fall, ja. Ich habe echt direkt Bock auf eine Runde. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, mal was anderes. Die machen wir dann in der nächsten Folge, die nächste Runde, ne? Jo. Ja, gerne. Oder wollt ihr noch ein bisschen plaudern? Ein bisschen plaudern? Oh, ne, mit was euch ist das denn hier? Oh, und da geht's schon in die nächste Map. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Mann, ist das ein spannendes Spiel. Unglaublich. Und auch wenn man verliert, hey, es macht mega Laune. Und ich muss natürlich noch viel, viel lernen. Denn ich bin noch ein junger Padawan und habe von dem Game ja noch keine Ahnung. Im Gegensatz zu den anderen Jungs teilweise. Das ist ja schon richtig heftig, wie der Erik abgeht und so. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode. Gemeinsam mit dir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.